Hallo an alle Zuhörer. Hier ist wieder der Callcenter Crusher. In diesem Video geht es mal wieder um Anlagebetrug. Leider ist die Tonaufnahme etwas spät gestartet, aber trotzdem wünsche ich euch viel Spaß dabei. Nach dem Intro. Account Managerin, so entschuldigen Sie mir bitte, es ist Abend. Ich möchte Ihnen helfen, Ihr Handelskonto aktivieren, aber ich habe keine Ahnung, wie haben Sie unsere Plattform gefunden und haben Sie überhaupt Interesse daran und haben Sie Erfahrung an der Börse? Warum lachen Sie denn so? Ist das so lustig? Ich habe nicht verstanden. Ja, vielleicht... Was ist daran jetzt lustig, dass Sie so lachen? Nein, weil meistens, wenn ich rufe meinem Kunde, dann sagen sie, dass es ein Fehler ist. Sie haben ihre Daten nicht selbstständig eingegeben und so weiter. Und deswegen habe ich keine Ahnung, ob es wirklich interessant für Sie ist. Doch ist es. Also, sonst hätte ich mich ja nicht angemeldet. Haben Sie Ihre Daten nicht selbstständig eingegeben, ja? Noch natürlich habe ich die selbstständig eingegeben. Ach, okay, so. Und interessieren Sie sich an unserem automatischen System für Handeln? Das ist eine App, ein Trading-Robot. Ja, interessieren tue ich mich schon dafür, ja. Okay, so. Jetzt arbeiten wir mit deutschen Unternehmen. Das ist der Brokerhaus. Und sie bieten kostenlose Möglichkeiten, das bedeutet Tradingbot, Hilfe, Unterstützung vom Finanzberater, persönliche Finanzberater. Und nach 2 Wochen, wenn sie Erfolg auf unserer Plattform haben würde, dann können sie weiter zusammenarbeiten mit ihrem Finanzberater, aber dann würde er bekommen 10% aus ihrem Einkommen, das meine ich. Oh, das ist aber und wenn viel. Sie wollen, ja. Also, wollen Sie Ihre Handelskonto aktivieren oder nicht? Sie sagten, Sie arbeiten mit Deutschen zusammen. Welche Firma ist das? Also, unsere Firma heißt Trade Union, unsere Plattform IPG Trade. Aber Finanzberater, die Sie bekommen, ist genau deutschsprachige. Entschuldigen Sie mir bitte für meine Deutschsprache, ich arbeite meistens auf Englisch. Also, Sie bekommen deutschsprachige Finanzberater aus Berlin, das ist gewöhnliche Unternehmen und Sie benutzen Werbung auf unserer Plattform. Also, Sie haben Lizenz, Sie haben Adresse und so weiter. Ja, ich meine, das ist nicht so gute Idee ist, auch im Internet ihre Werbung geben auf solcher Webseite zum Beispiel. Es gibt viele Leute, die unzufrieden sind, aber es arbeitet manchmal und unsere Partner bekommen neue Kunden. Also wenn Sie wollen, kann ich Ihnen helfen, Ihre Handelskonto zu aktivieren. Ja, grundsätzlich schon mal interessant, aber Sie sagen, Sie arbeiten mit einer deutschen Firma zusammen. Welche Firma ist das denn? Firma M&A. M&A. Also ich kann Adresse und Unternehmen ganze Informationen per E-Mail schicken, weil ich arbeite im Callcenter. Ja, und ich habe ganze Informationen, so Unterstützungsprogramm, verschiedene Dokumenten und so weiter. Und meistens schicke ich unserem Kunden E-Mail und dann lesen sie und selbstständig alles überprüfen. Und so weiter, weil ich meine, ich bin nicht so kompetent im Dokumenten und so weiter. Aber wenn Sie wollen, kann ich Angebote und verschiedene Lizenz und so weiter schicken per Mail. Ja, das wäre doch schon mal ganz gut. Das können Sie mir ja schicken. Okay. Aber ich muss wissen, ob Sie deutsche Bürger ist. Das bedeutet, haben Sie deutsche Pass und so weiter? Natürlich habe ich das. Deswegen habe ich auch Interesse, mit Deutschen zu arbeiten. Ja, genau. Sie würden mit Deutschen arbeiten, genau. Aber es gibt, also es ist billig, mit Callcenter aus ganz Europa zu arbeiten. Ja, und wo sitzen Sie jetzt? Und deswegen sprechen Sie jetzt mit Mädchen, die schlecht Deutsch wissen. Entschuldigen. Okay. Ich helfe jetzt meinem Kollegen, ja. Ich habe Ihre E-Mail-Adresse. Einen Moment bitte. Ludger Losmann, gmail.com, ja? Ja, ist richtig.
Okay, und wenn Sie Interesse daran haben, dann antworten mir bitte und genau bekommen Sie Anruf von deutschsprachiger Spezialist weiter. Ja gut, aber erstmal möchte ich ja schon noch ein bisschen was an Informationen haben über das Training. Okay. Okay, so, dieser Unternehmen bietet Lernkurse, Lernmaterialien, Videos und so weiter, diese Tradenbot, diese App, wie in App Store, wissen Sie. Ja, und das ist ein automatisches System, aber es ist nicht für große Einkommen, ich meine, es ist mehr für Unterstützung, weil es gibt verschiedene Börse und zum Beispiel, wenn Sie schlafen oder mit Ihrer Familie spazieren gehen, arbeitet diese Bot nach Regeln. Zum Beispiel, wenn Aktien verliert mehr als 5%, kann diese Bot selbstständig ohne Ihre Hilfe Aktionen von Ihrem Investitionspaket selbstständig verkaufen, damit Sie kein Geld verloren. Okay, und mit was kann ich dann überhaupt handeln? Nochmals bitte. Mit was kann ich handeln? Also, Sie handeln auf Plattform. Haben Sie Erfahrung an der Börse? Nein, ich wollte nur wissen, mit welchen Sachen ich verhandeln kann. Okay, so, Sie würden arbeiten mit persönlichen Finanzberater. Es ist sehr gemütlich, Sie können mit ihm chatten, aber er macht alles selbstständig. Das bedeutet, er hat keine Passwort, Login von Ihrem Konto und so weiter. Er nimmt Ihr Geld nicht, das bedeutet, er hat keine Passwort und so weiter. Aber er raten Ihnen, welche Aktionen müssen Sie kaufen, zum Beispiel Amazon und so weiter. Und er macht für Sie persönliche Investitionspakete. Also, Sie aktivieren Ihr Handelskonto, dann bekommen Sie Anruf von deutschsprachigen Finanzberater, Finanzanalytiker. Und er würde ihn fragen, welche Finanzziele haben Sie, mit welchem Betrag möchten Sie überhaupt starten und so weiter. Und dann macht er persönliche Investitionspakete. Das bedeutet, Sie klicken auf Plattform selbstständig, was Sie kaufen. Das bedeutet, Sie machen es selbstständig, aber einmal. Ja, genau, wenn etwas passiert an der Börse, wenn etwas verändert und so weiter, dann raten Ihre persönlichen Finanzberater etwas anderes und so weiter. Nur zu kaufen, ich meine. Ja. Und Tradenbot arbeitet 24 Uhr pro Tag. Das bedeutet, wenn Sie schlafen und so weiter, unterstützt diese App Ihre Finanz, Ihr Investitionspaket. Ja. Und Regeln macht der Finanzberater für diesen Bot. Genau, es hängt ab Ihre Ziele und so weiter. Ja. Und Sie können überhaupt 20 Minuten pro Woche mit Finanzberater chatten, damit alles gut werden. Also ich meine, es ist jetzt genug, weil ich höre meine deutsche Sprache und ich bin ein bisschen überrascht, dass es so schlecht ist. Also ich schicke Ihnen ganze Informationen, Lizenz und so weiter und dann überprüfen Sie selbstständig und antworten Sie mir bitte ja oder nein und dann bekommen Sie Anruf von echter deutschsprachiger Spezialist. Ja schön, jetzt haben Sie ja jede Menge geredet, aber meine Frage haben Sie nicht beantwortet. Mit welchen Produkten ich handeln kann? Rohstoffe, Aktien und so weiter, verschiedene, überhaupt mit Bitcoin. Ja. Ja, Bitcoin interessiert mich ja nicht. Mich interessiert Öl und Gas. Nochmals bitte. Mich interessiert Öl und Gas. Ja, genau. Mit verschiedenen Rohstoffen, so, was Sie wollen. Wir arbeiten unter dem Finanzberater, würde es machen und es hängt ab Ihrem Interesse genau. Ja gut. Und der Finanzberater, wenn das ein Profi ist, welche Ausbildung hat er denn? Unsere Finanzberater, also diese Information bekomme ich von meinem Boss. Unsere Finanzberater haben circa, also etwa mehr als 8 Jahre Erfahrung an der Börse. Sie können ihre Investitionspaket auch zeigen zu Sie, ich meine, damit Sie überprüfen, dass Sie erfolgreiche Spezialisten sind. Ja, und Sie können auch Ihre Finanzberater ändern. Ich meine, ändere Finanzberater bieten und so weiter. Aber meistens sind Sie genau deutsche Bürger und haben Sie Finanzausbildung, ja.
Ja gut, aber das war ja genau meine Frage. Welche Ausbildung haben die Finanzberater denn genossen? So, es tut mir leid, ich habe solche Informationen nicht, weil ich arbeite als Account Manager und diese Informationen, wenn Sie wollen, kann ich auch per E-Mail schicken, aber vielleicht wird es eine Information mit verschiedenen ich weiß nicht, wie es auf Deutsch wird. Also Sie können bekommen diese Information, genau, aber wir haben etwa 200 Finanzberater und man muss genau eine Statistik vielleicht machen. Ja. Na gut, aber ich weiß nicht, ob ich diese Information überhaupt bekommen. Ich meine, dass diese Finanzberater, ich weiß, dass diese Finanzberater arbeiten auch in Banken, das bedeutet aber, Banken bekommen zu viel Prozent, also sie bieten zu viel Prozent und deswegen finden Finanzberater auch für sich selbst Kunden, das bedeutet, ja. Und ich meine, dass sie wunderschöne Ausbildung haben, genau, weil sie im Banking arbeiten, in Deutschland. Ja, das ist also ja kein, ich weiß, das, dass... Aha. Wunderschön ist ja nun kein Ausbildungslehrgang. Ne? Also das, so kann man das ja nun nicht sehen. Na gut, so und den Link, den schicken Sie mir zu und die Informationen, das ist schon mal gut. Und okay. Mit welchen Summen kann ich denn da starten? Nochmals bitte. Mit welchen Summen kann ich denn investieren? Mit welchem was? Welche Summe ich investieren ah, muss. Ah, Summe. Ah, okay. So, Sie können selbstständig entscheiden. So, ich erzähle, wie es ganz funktioniert. So, Handelskonto, auf Handelskonto muss unbedingt 250 Euro liegen. Sie können diese Geld gleichzeitig nicht benutzen. Zum Beispiel, wenn Sie bekommen einen Anruf von Ihrem Finanzberater, können Sie sagen, dass Herr Schmidt, ich möchte nur mit 50 Euro starten. Ja, es ist nicht so viel Geld, aber nach vielleicht 2-3 Wochen können Sie sehen, ob Aktien steigt oder nicht verlieren Ihre. Also, entschuldigen Sie mir bitte. Also, es muss unbedingt 250 Euro auf Ihr Handelskonto legen. Also, diese Regeln bekomme ich von meinem Boss und deutsche Spezialisten möchten mit Kunden, die Bezahlungsmöglichkeit haben, arbeiten. Das bedeutet mit Hauptberuf, mit Einkommen mehr als 1050 Euro und so weiter. Also im weiteren Weg bekommen Sie mehr Informationen, zum Beispiel per E-Mail und so weiter. Sie können auch mit 500 Euro starten, mit 1000 Euro und so weiter. Das hört sich ja aber interessanter an. Weil mit 250 Euro wird man ja noch nichts an der Börse. Und ich auch kann Ihnen einen Bonus geben, 50 Euro. Sie können überhaupt mit diesem Bonus starten. Das bedeutet, Ihre Probezeit 2 Wochen können Sie mit diesem Betrag starten. Sie können Ihren Finanzberater antworten, dass Sie nur mit meinem Bonus starten. Ja gut, okay, dann verbinden Sie mich doch mal mit dem Finanzberater. Wiederholen Sie bitte nochmals. Dann würde ich jetzt gerne mit dem Finanzberater sprechen. Ah, okay, es funktioniert so, in solchem Weg, dass Anruf von Finanzberater bekommen Sie nur dann, wenn Sie Ihr Handelskonto aktivieren. Das bedeutet, wenn... So, es ist nicht, so, Sie sind uninteressant im Gespräch mit verschiedenen Leuten. Sie möchten nur mit Kunden sprechen, die schon Geld haben, die schon ihr Handelskonto aktivieren haben und so weiter. Es funktioniert so. Sie bekommen nach in 3 Tagen, Identifikation nimmt 3 Tage. Das bedeutet, nach 3 Tagen bekommen Sie Anruf von Ihrem Finanzberater. Weil es nimmt ja meistens zu viel Zeit vielleicht, aber wir brauchen Ihre
Pass, wir brauchen Foto von Ihrer zum Beispiel. Ja, ich kann sagen jetzt, was würden Sie vielleicht dann machen? Nein. Was bitte nochmal? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Okay, okay, okay. Sie, also in Zukunft müssen Sie uns geben Ihren Personalausweis oder Führerschein. Ich meine Foto von beiden Seiten. Adressennachweis wie Stromrechnung, Krankenversicherung, den ich seit als 3 Monate ist und Zahlungskarte, mit der Sie das Konto aktiviert haben. Ja gut, aber ich das meine, bedeutet, wir, die Identifikation, die werden Sie sicherlich über Postident machen, denke ich mal, ne? Also, ich habe Regeln. Nach diesen Regeln arbeitet unser System. Also Anruf von Finanzberater bekommen Sie nur dann, wenn Sie Ihr Handelskonto schon aktiviert haben. Ja, das ist ja schon ein bisschen komisch, weil wenn ich ein Auto kaufe, dann mache ich ja auch erst eine Probefahrt, bevor ich es kaufe. Warum soll ich ja, es ist, ja, es ist klar, aber Sie können zum Beispiel von mir Informationen bitten, per E-Mail schicken, zum Beispiel Info über Finanzberater, über Ihre deutschsprachige Finanzberater. Ich finde passende Mensch, passende Spezialist und vielleicht schicke ein bisschen Informationen über ihn, über seine Erfolge und so weiter. Ja gut, aber es ist ja schon seltsam, dass ich erst investieren muss und hinterher erfahren muss, über was ich überhaupt handeln kann, wenn Sie mir das gar nicht sagen können. Aber sehen Sie, wir nehmen dieses Geld nicht. Dieses Geld wird auf Ihrem Handelskonto liegen und ja. Sie machen alles selbstständig. Ich meine, Handelskonto aktivieren und so weiter, Bezahlung und so weiter. Also wir können mit diesem Geld überhaupt nichts machen. Also ja. Woran haben Sie Angst dann? Naja, ich meine, es ist schon ein bisschen seltsam, dass man erst überweisen soll und hinterher dann erfahren kann, über was man überhaupt handeln kann. Normalerweise ja, ist es umgekehrt. Also, man wird erst beraten und dann kann man überweisen. Ja, das kann Sie machen zum Beispiel. Ich weiß nicht, wo nämlich leben Sie. Sie können finden in Ihrer Stadt Brokerhaus. Und dann sprechen mit Finanzberater, wenn es wichtig für Sie ist, persönlich zu sprechen. Ja. Aber dieses Angebot gibt es nur im Internet. Deswegen so, müssen Sie erstens Ihr Handelskonto aktivieren und dann nur bekommen Lernvideomaterialien, Anrufen von Finanzberater und so weiter, weil es kostenlos ist. Wir bieten kein Geld, Sie machen es selbstständig, wenn Sie zum Beispiel Ihr Handelskonto im Binance oder ich meine Forex aktivieren, dann auch liegen Sie Geld. Das ist normal, wenn Geld liegt auf Konto, ja, Ihres gut, Konto. Aber dann, Augenblick, aber dann habe ich vorher meine Informationen bekommen. Und von Ihnen bekomme ich ja vorher gar keine Informationen. Okay. Es ist fürchterlich laut bei Ihnen. Okay, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Vielen Dank. Was ist da los? Wieder mal ein Profi am Werk. Ach, tatsächlich. Eieiei. Ja, und auch diese nette Betrügerin hat keine Lust mehr gehabt, mit mir zu telefonieren. Naja, es ist klar, was man von solchen Firmen zu halten hat. Okay, bis nächstes Mal. Tschüss.